Einen schönen guten Morgen. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den FlatEx Morning News. Am Freitag hat wieder einmal Janet Yellen für Impulse an den Märkten gesorgt. Die FED-Chefin, die hat ja beim Notenbanktreffen in Jackson Hole Signale für eine Zinsanhebung gesendet. Allerdings dürfte es dann im September aber noch nicht so weit sein. Der DAX drehte daraufhin ins Plus und schloss dann schließlich 0,55% höher bei 10.588 Punkten. Jetzt fragen wir uns, wie geht es nun heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Viola, schönen guten Morgen. Ja, was dürfen wir uns denn heute vom DAX erwarten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht im Moment leider danach aus, als dürften wir uns nicht so viel heute, zumindest für den Start, erstmal vom DAX erwarten. Es sieht nach roten Vorzeichen aus. Du hast es angesprochen, die Aussagen von Janet Yellen, die kamen am DAX ja recht gut an in der vergangenen Woche, am vergangenen Freitag. Wenn man allerdings jetzt mal uns die Vorgaben anschauen, dann sehen wir, an der Wall Street ist die gute Stimmung nicht von langer Dauer gewesen. Der Dow ist mit einem Minus von 0,3% aus dem Handel gegangen. Das lag unter anderem daran, dass der Vizepräsident der Fed sich dahingehend geäußert hat, also so ein bisschen angedeutet hat, es könnte wohl auch zu zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr kommen. Das kam natürlich am Markt nicht so gut an. Also rote Vorzeichen an der Wall Street. Wenn wir uns die asiatischen Vorgaben heute Morgen anschauen, dann sehen wir den Nikkei sehr deutlich im Plus, den Hang Seng allerdings im Minus. Ja, es sieht erstmal nach roten Vorzeichen für den DAX-Start aus und wir haben einen Hingucker wieder in dieser Woche. Letzte Woche haben wir ja quasi auf Freitag gewartet, weil Janet Yellen ihre Rede gehalten hat in Jackson Hole. Diese Woche warten wir am Freitag auf die US-Arbeitsmarktdaten und hoffen eben auch da auf ein paar mehr Impulse im Sinne von, wenn die natürlich dementsprechend ausfallen, dass die Fed eben doch schneller zu ihrer Zinserhöhung kommen könnte. Also ist sehr viel Spekulation dabei, aber warten auf den Freitag, das ist im Moment so ein bisschen das Motto hier an der Börse. Und bis dahin, das haben wir in der letzten Woche gesehen, kann es auch ganz ordentlich rauf und runter gehen. Vielen Dank aus Frankfurt, Viola Grebe. Ja, liebe Zuschauer, aus charttechnischer Perspektive ist der Fokus jetzt weiterhin auf die Unterstützung bei 10.500 Punkten gerichtet. Sollten die Bären aber die Verteidigungszone durchbrechen, dann rücken unterhalb von 10.440 dann weitere Ziele bis 10.300 Punkte ins Visier. Auf der Oberseite, da könnten dann dagegen zunächst Ziele dann bis auf 10.620 bzw. 10.660 angelaufen werden. Schauen wir nun auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wir haben hier ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den LEFDAX mit der WKN XM2 HEB. Dann noch ein Seitwärtsprodukt, ein Inline-Optionsschein auf den DAX. Die WKN lautet hier DL262Q. Und dann haben wir noch ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den Short-DAX mit der WKN XM2 SRT. Und dann noch ein kurzer Blick auf die Termine des Tages. Was steht heute alles auf der Agenda? Wir bekommen um 10 Uhr aus Italien den Geschäftsklimaindex und das Verbrauchervertrauen. Dann um 11 Uhr aus Griechenland das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal. Und dann um 14.30 Uhr aus den USA die privaten Ausgaben und Einkommen. Ja, liebe Zuschauer, den FlatEx Morning Newsletter, den können Sie auch abonnieren. Und zwar unter flatex.de/service/newsletter. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann von montags bis freitags zugeschickt. Und natürlich gibt es dann auch täglich ein Update des Newsletters dann um 10.30 Uhr. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit den FlatEx Morning News am Montag. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.